Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Moonlight Da. Eigentlich wollte ich gerade etwas vorweg spielen, also sprich ein bisschen offline. Aber dann ist mir aufgefallen, dass ich ja draußen das Portal stehen habe. Und ich weiß nicht, wo dieses Portal ist. Ich weiß nicht, ob ich mich schon zum Dungeon Boss begeben wollte. Und da dachte ich mir, naja gut, dann machen wir halt das zusammen. So, hier machen wir uns mal ein paar Tränke. Vielen Dank. Geld haben wir auch keins mehr. Also wir sind echt knapp bei Kasse. Aber ich bin trotzdem guter Dinge, dass wir uns jetzt hier wunderbar durchschleichen werden durch diesen Dungeon. Also ich muss sagen, ich krieg zurzeit echt nicht genug von dem Spiel. Okay, wir waren wirklich vor dem Endgegner. Freunde, seid ihr bereit? Ich anscheinend noch nicht. Das nehmen wir alles mit. Da ist der Dungeon. Dann gehen wir nochmal kurz baden. Schleimi wartet draußen. Leute, es wird ernst. Fleischfraß Mutai. Oje. Au, 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 au. Komm schon. Okay, Alter. Wie viel hat sie abgezogen? Nein, ah, Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm schon. Freunde, wir haben die Pflanze besiegt. Ja, Mann. Herrlich, Alter, mein Puls, der rast. Oh, ist das schön. Oh. Gerade am Computer gesetzt, dachte ich mir, ach komm, nimmst du dir noch mal ein paar Minuten und krabbelst noch ein bisschen Zeug ab und verstärkst dich. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. Schleimi ist immer noch baff, der bewegt sich gar nicht mehr. Oh. Ist das cool. So, was machst du? Zerstört ein Gegenstand in diese Richtung. Na, das war mir klar. Diesmal möchte ich natürlich aufpassen, dass ich die so eine Kacke nicht mache. Gezeigter Gegenstand wird zudem da. Na, dann setz mal das doch hier hin. Fleischfraßmutesamen. Mhm. Weißt du Bescheid. Ja, den Golem-Dungeon werde ich dann auch nochmal durchgehen. Das geht da runter.
Eins, zwei, drei. Wir haben die komplette Waldgeschichte. Haben wir irgendetwas bekommen, was wir uns wieder aneignen können? Nein, kein Ring, kein gar nichts. Schade eigentlich, aber okay. Doch hier. Was auch immer der macht. Na, wieder verstärkt, okay. Okay. Wir haben es geschafft. Erstmal greife ich den Schluck Kaffee. Ich habe gerade gedacht, das Spiel ist abgestürzt. Und der zweite Schlüssel steckt. Herrlich. Junge! Erst besiegst du den Golemkönig und jetzt den Waldwächter. Du riskierst zu viel. Willst du, dass mir das Herz stehen bleibt? Dein Großvater wäre zu Tode besorgt, wenn er noch hier wäre. Und vermutlich auch unheimlich stolz. Ich kann ihn fast schon hören. Das ist mein Enkel. Er ist Händler, aber erledigt eigenhändig Wächter. Unglaublich, oder? Dieser Mann war genauso anstrengend, wie du jetzt bist. Uff, die Stadt hat mich gebeten, dir etwas auszurichten. Und zwar, dass der Wüstendungeon jetzt für jedermann geöffnet ist. Dummköpfe, wir haben die Dungeons aus gutem Grund versperrt. Außerdem gibt es einen neuen Laden, Erweiterung am schwarzen Brett. Das wird dich hoffentlich beschäftigen und von Wächtern fernhalten. Aber ich muss sagen, dein Laden hat sich ganz gut gemacht. Bald ist er wieder genauso beschäftigt, wie er früher einmal war. Der Wüstendungeon. Oh, ist das schön. Cool. Was haben wir denn hier? Gucken wir erstmal die Stadt. Okay, der Bank hier, 70.000. Na, die kriegen wir bestimmt schnell. Ach, jetzt können wir den Laden auf 2 erweitern. Für 60.000. Machen wir. Aber jetzt müssen wir erstmal etwas verkaufen. Und mich interessiert jetzt mal, was dieser Ring hier bringt. Ein Ring, der die Gesundheit seines Trägers stärkt, aber gleichzeitig seine Verteidigung schwächt. Wirklich wohl? Ach, Sechse. Naja, das geht. So, Großmütterchen, einen wunderschönen guten Tag. Ich habe da etwas Wunderbares für Sie vorbereitet. Ja, ich sehe, Sie haben ein gutes Auge. Ich wünsche viel Spaß damit. Was auch immer Sie damit vorhaben. Und ein paar Knollen. Hast du was in der Tasche, Alter? Der sieht so verdächtig aus. Das geht warm wie weg. Ach, das geht warm wie weg. Es geht weg wie warme Semmeln, so rum. Die befüllen die Taschen. Ich finde das so toll. So, schmeißen wir das alles hinzu. Okay. Hier können wir noch was reinhauen. Dann hauen wir das dazu und das und ein Stück Holz. Bitte schön. Bitte schön. Oh, die Knolle geht wirklich weg für 2000. Finde ich doch schon wieder sehr gut. Soldatenpulver. War der Preis annehmbar? Ah, das weiß ich noch nie. Müssen wir schauen. Super. Also ich muss sagen, wir sind echt gut dabei mit unserem Laden. Bitte schön, die Dame. Also ich denke mal, das wird jetzt schneller ablaufen mit den Folgen. Wird jetzt recht zügig gehen alles.
Bitteschön. Bitteschön. 1800 für das Pulver. Wunderbar, ich feiere das so sehr. Kann ich das für 5000 raushauen? 4500. Ich will das auch für 4500 verkaufen. Ich guck mal, ob die Kundschaft das so nimmt. So. Das möchte ich aber erstmal hier lassen. So, das kommt da rein. Und die Samen? Keine Ahnung, was wir damit machen können, aber ich lasse erstmal da drinnen liegen. So, und das Stück Holz hauen wir da rein. So, die zwei Sachen können wir noch verkaufen. Und das dann auch noch raus. War der Preis angenehm? Oh, zu günstig. Okay. So. Und der hier? Der könnte ja noch weiter höher, der Preis. Ich mach mal 1000. So. Denn nur die Reaktion des Kunden wird uns sagen, ob der Preis annehmbar ist. Ja. Bücher sind gekauft zu dem Preis. Und die Vase war immer noch zu günstig, aber ist egal. Ey, wir sind mit 200 oder so, mit 200 Goldtalern an, rein in den Laden. Und haben schon wieder 87.000. Oh, entschuldigt. 100. Alter Schwede. Bam, der Geldsack platzt gleich. Errungenschaft freigeschaltet. Hm. Safer, 100.000 bekommen. So, das letzte Buch ist weg. Machen wir mal einen Laden zu. 115.000. Das ist ordentlich. So, mein Guter. Für die Erweiterung brauche ich aber das hier. Und ich werde mir jetzt auch dieses etwas schmieden. Entfernen. Hinzufügen. So, was haben wir hier noch? So, das können wir schon mal wegnehmen. Und aktivieren es. Ah, die Schuhe reicht es nicht mehr, wa? Die sind zu teuer geworden. Ah, siehst du. Ah, da brauchen wir noch ein bisschen Geld. Aber wir sind trotzdem wieder schwach am Start. Ne, da müssen wir nochmal verzaubern gehen. Ach, guckt mal, wie hübsch Will ist. Hm. Steht ihm das Blattmotiv? Ne. Ich will hier verzaubern. 32.000. Alter Schwede. Das ist ja ordentlich. Ne, dann gehen wir erstmal in den Dungeon. So, das rüsten wir aus. Und hinein in den Wüsten-Dungeon. Wisst ihr, was ich eigentlich für Schwierigkeiten habe, richtige Namen für die Titel herauszufinden? Also ich mach's mir da echt so schwer. Oh, Alter. So, mitnehmen. Boom.
Ach, jetzt habe ich gar nicht geguckt, was ich brauche. Ist das heißer Scheiß? Nee. Das hier ist heißer Scheiß. Ach, da oben ist sie. Oh, ich liebe unseren Schleim. Der ist so toll mit seiner Verwirrfähigkeit. Oder Lebenfähigkeit, so rum. Ja, ich habe ein gutes Gefühl. Also es wird richtig bergauf gehen jetzt mit uns. Wenn die Gegner echt ein bisschen happig sind, aber ist egal. So, das nehmen wir alles mit. Das nehmen wir mit. Was haben wir hier? Ein Schleim-Dungeon. Na, gucken wir erstmal, was hier oben ist. Nein! Ah, jetzt ist doch ins Runtergefallen. Naja. Die Kunden werden es mir verzeihen, wenn ich nicht genau diesen Gegenstand mitbekommen habe. Denn ich riskiere ja hier mein Leben. Da sind wir weg. Wander-Dungeon. Au, 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 au. Ordentlich heftig, muss ich sagen. Also... Ja! Oh, was ist das? Entflammbare Flüssigkeit. Cool. Lass mal den hier. Wenn ich nicht auf den hier achte, rasiert er mich um. Bossgegner? Nee, noch nicht. Ich hasse diese Flammen. Oh, was ist das? Flüssigkeiten ihr wisst schon. So, der muss irgendwo ganz rüber. Ich habe auch... Doch, hier ist etwas, was Fluch bricht. Aber ich habe nichts großartig, oder? Warte mal. Doch, hier ist etwas. Das legen wir mal dahin. Das können wir ja dann da oben ansetzen. So. Dann können wir den hier rüber machen. Probieren wir uns mal an dem... Aua. Aua. Nein, ich werde verlieren.
Nein! Ich will jetzt hier nicht verlieren. Und wir haben nicht verloren. Doch, die hat unsere Waffen weggeblasen. Oh, diese blöde Kuh. Gelbe? Na gut, dann ist es halt so. Aber wir müssen raus aus dem Dungeon, weil ein Treffer und wir sind down. Gut, dann machen wir das. Dann gehen wir erstmal zurück. Gleich mal gucken, was wir alles gebrauchen könnten für die neuen Waffen. So, das ist markiert. Ich hätte ja schon gerne die schwere Rüstung, aber... Geschwindigkeit geht runter. Müsste ich einen Ring wieder abnehmen. Ach, ich bleib bei der Eisen. Ansonsten hole ich mir das Zeug, wenn ich es gebrauchen könnte. So, dieses Schwert haben wir ausgewählt. Oh, das Großschwert sieht schon mega geil aus. Ich hätte halt gerne einen Bogen am Start. Ach ja, ich habe ja alles verloren gehabt, genau. So, was braucht man? Nicht viel. Auch schön. Gut. Halt, in die Kiste kommt das rein. So, so, so. Auch ihr kommt da oben rein. So, Ordnung muss sein. Warum seid ihr hier drin? Ihr könnt verkauft werden. Für ein klein bisschen Geld. Ach, siehste. Na dann rein mit dir. So, kann doch nicht wahr sein. Wie war der Preis? 700? Bei 100 fängt es an, aber ich... 200 war ja zu wenig. Die Wüstenplatte. Dann, wenn ich mir hier angucke, 3200. Hier, wo bist du? Kaltlava. Na dann probieren wir es mal mit 2000. Vielleicht ist der Preis ja annehmbar für die Kundschaft. So, dann haben wir Wüstenplatte. Magisches Werkzeug. Brauchen wir das nochmal? Ach, sage mal. Ich weiß nicht, ob wir das magische Werkzeug brauchen. Die habe ich ja sehr niedrig angesetzt, aber 200 war den Kunden etwas zu wenig. Und der hier? 3000, alter Schwede. Na, dann probieren wir es mal aus mit 3200. So. Dann werden wir mal einen Laden öffnen, die Kundschaft gucken lassen, was wir alles Neues haben, und dann hauen wir das mal hier rein. So. Verdammt! Zu günstig! Oh,
Oh, was? 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 Ältere Dame, was ist los? Und nein, jetzt sinkt der Preis. Ah, niedrig. Die Nachfrage ist zu gering. Und feuerfester Stoff war in zu niedrig. Da, 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 da. Ich habe eine seltsame Lebenspunkteanzeige. Warum? Ach, keine Ahnung. Na, jetzt wird hier aber mal ein bisschen gekauft, oder? Oder lasst ihr mich jetzt auf den Zeug sitzen? Leicht entzündlich, Das ist aber ein ordentlicher Preis. Ich setze mal bei 5000 an. Ja, idealo. Oh, da oben ist noch was hier. Ach so, das sind ja die Pflanzensachen. Ja. Die sind immer gut gegangen. Bitteschön. Bitteschön. Oh, da können wir unseren Laden erweitern. Na, das machen wir noch in der Folge. Und der Stoff, ist er okay? Ach, du bist ein Inspektor. Gut, die Steine können wir... Oh, jetzt bin ich gespannt. Scheibe. Okay. Er hat's gekauft, aber damit ging die Nachfrage in den Keller. Aber ist kein Problem, das holen wir beim nächsten Mal wieder raus. So. Ach so. Doch, unseren Laden macht er auch in der Nacht. Sieht aus wie immer. Puh, das war harte Arbeit. Du traust mir immer noch nicht. Vergiss nicht, drin ist es größer als draußen. Schön, dass ich Bildchen bekomme, aber... Was? Ich kann hochwertiges Zeug jetzt hier reinmachen. Und die bekommen da nicht mehr ran. Mega cool. Spendablere Kunden. Aber ich würde gern wissen, wo das andere Zeug hin ist. Guck mal, hier drüben können wir doch auch. Ja, können wir. Sprechen. Okay, Freunde. Eine neue Truhe. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Hätte nicht gedacht, dass in dieser Folge jetzt schon so viel passiert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich würde mich tierisch freuen, seid ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei. Um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen, dann einmal unten links auf das Abo-Zeichen ein Däumchen, wenn euch die Folge gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Bye, bye.